Das ist ein sehr heikler Punkt, den man meines Erachtens ein bisschen differenzierter beantworten muss. Der Eigentümer kann natürlich nicht dieses BIM-Modell sozusagen als Suites-Katalog verwenden und dann irgendwie damit nächste Objekte erstellen. Das kann aber nicht, das kann, sage ich dann nochmal umgekehrt und pointiert, auch nicht sein, dass ein Bauherr ein Gebäude erstellt und insoweit auch die Planung bezahlt hat und dann die Daten fürs Betreiben nochmal kaufen muss. Wir stellen da Gebäude hin, haben keine Beschreibung dieser Gebäude, wie die funktionieren. Bei jedem Küchenmixer haben wir das, bei den Gebäuden nicht. Ein betriebsfähiges Gebäude besteht eben nicht nur aus einem, das Werk, das da erstellt wird, besteht eben nicht nur aus diesem physischen Objekt, sondern auch aus der entsprechenden Dokumentation. Ich glaube, die Missverständnisse kommen immer dann an, auch wenn es nicht von vornherein klar ist und vereinbart wird. Das heißt, wenn der Bauherr von vornherein sagt, was er möchte und was er sich erwartet, und wenn es über den bisherigen Planungsumfang hinausgeht, ist es auch fair, dass dafür gezahlt wird. Wenn das von vornherein klar ist, ich glaube, dann sind auch keine Missverständnisse, welche Daten für welchen Zweck zur Verfügung stehen müssen. Ich würde sagen, momentan ist es ein Geschäftsmodell und Architekturbüros, die das erkennen, können ja ihre Bauherren auch aktiv darauf ansprechen. Also ich würde aber bei der Gelegenheit den Hinweis erlauben, dass die Architektenschaft gern solche Themen nicht hinreichend aufgegriffen hat und dann anderen überlassen hat und sich dann gewundert hat, dass das eigene Geschäftsmodell immer kleiner wird. Das ist natürlich einfach auch eine Frage der Wertschöpfung. Wer nimmt diese Wertschöpfung auf? Ja, und da kann ich der Architektenschaft, ich nenne das das Stichwort Projektsteuerung, kann ich der Architektenschaft nur sagen, kümmert euch drum dazu. Ihr könnt es, wenn das ein anderer macht, dann verdient auch ein anderer da.